Der Bariton hält im Privatleben, was der Tenor seiner Sopranistin auf der Bühne verspricht. Sie haben einmal gesagt, Sänger sollten öfter kopflos singen, dann würden sie nämlich besser singen. Das fällt mir jetzt einen Zusammenhang mit der rechten und der linken Gehirnhälfte. Ja. Was haben Sie damit gemeint? Sänger sollten, oder sagen wir so, zum Vorgang des Singens, zur Phonation, zur Bildung von Vokalität, muss man das althergebrachte tägliche Sprechen ablegen und muss sehr naiv daran gehen. Und analytisches Denken stört hier oft bei der Sängerausbildung, weil die Dinge, die dann verlangt werden, eigentlich sehr unlogisch sind. Zunächst einmal. Und deswegen sollten Sänger oft mit großer Naivität an den Vorgang des Singens herangehen und dann produzieren sie am besten. Du musst es vergönnen, zur Gesundheit ist ja nötig. Ja, ich glaube. Du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir dein Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich doch sowas tun, mich so zerstreut. So kommst du, wer bei mir steht? Ja, ich bin dabei. Verteufel in der Lande rein. Eins fehlt, wenn du gar kein Star in diesem hübschen Mädchen am Service. Zwanglos dort, man lacht und singt. Eins zu viel, zweiter Weg, wie noch lang das Narren lacht. Hübsche Mädchen ausgelöst, zwanglos dort, man lacht und singt. Ja, 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 Musische Erziehung ist deshalb wichtig, weil nur durch diese Erziehung eigentlich eine Persönlichkeit entsteht. Ihnen geht es ja um die musische Bildung jedes einzelnen Bürgers zur Menschheitsentwicklung. Ja, ja, es ist eine Präventivmaßnahme, denn wenn man lernt, mit Emotionen umzugehen, führen augenblickliche Störungen nicht zu Übersprungshandlungen. Und Menschen können viel mehr mit ihren Problemen fertig werden, wenn die emotionale Ausbildung auch stattfindet. Und die basiert wieder auf musischer Bildung, auch. Nicht nur Singen, sondern Malerei, bildende Künste. Die Künste sind die Sprache unserer Emotionen. Und man kann sich darin verwirklichen, man kann Probleme abladen, eliminieren. Und deshalb ist das so wichtig. Auf ihre Armen, ihr Geführten, auf ihre Tänzer, Mutter, leuchte sie! Bei Punkt und böse Hundo ist ihr Teil, die Frucht des Irrwahns und des Hochmutstrafe, der eigenen sündigen Ermessen drauf. Seht ihr, sie werden selber sich zerfleischen, Sie singen also Pfitzner, Strauss, Wagner, sehr viel deutsches Repertoire. Immer wieder die Klage, warum werden deutschsprachige Sänger so selten im italienischen Fach besetzt international? Ist es tatsächlich so, dass es schwierig ist für deutschsprachige Sänger? Ja, es ist deshalb so schwierig, weil man glaubt, von der Sprache ausgehen zu müssen. Und das ist falsch. Die Sprache ist nicht das A und O beim Singen, sondern wie die physiologischen Dinge sind. Zum Beispiel sind die meisten jungen Menschen lyrisch. Das kann man feststellen. Die meisten deutschen Partien aus dem jetzt gebräuchlichen deutschen Opernrepertoire sind aber dramatische Rollen. Dramatisch verlangen dramatische Stimmen. Denken wir an Wagner und Strauss. Da sind nur ganz große Stimmen gefragt, weil das Orchester sehr groß ist. Mein Ziel ist
Eltern beten, dass ich glücklich sei und ich mit aufgehobenen Händen bitte ich. Herr Vater, gib mir die gnädige Tochter, geben Sie mir zur Freude seit 14 Wochen jeden Gedanken in dieser Brust regiert. Es geht um den Umfang, den Tonumfang, es geht um die Größe des Orchesters und es geht überhaupt nicht um die Sprache. Also, che vero, al mio rivale l'armi presento. È fatto. Tientelo pur briccona, peggio per te, piena di donne il mondo, e mille ville ne offra vetore. Ve ne darà questo desir d'amore. Seitdem dieses Repertoire nur noch in Italienisch kommt, glaubt man hier, einen Unterschied machen zu müssen zwischen deutschen Sängern und ausländischen Sängern. Also es ist in jedem Fall wichtig, ganz, ganz präzise Italienisch zu lernen und nicht nur zufällig einmal ein Wort zu treffen, sondern ganz genau, auch die Mentalität der Sprache muss man lernen, sonst kann man das natürlich nicht. Kann es sein, dass man, wenn man italienisches Fach singt, auch besser Wagner singt? Das würde ich heute so sagen. Ich habe, oder man sagt, ich hätte in Bayreuth Belcanto eingeführt. Belcanto ist es sicher nicht, denn Belcanto gibt es seit 300 Jahren nicht mehr. Der Ausdruck hat für die vorverdianische Zeit gegolten. Aber ich habe etwas eingeführt in Bayreuth, das, glaube ich, stimmt schon, das Legato-Singen wieder. Weg von dem, was die Amerikaner nennen, the Bayreuth Bark, das Bayreuther Bellen. Weg von dem, sondern ganz große Legato-Bögen. Domingo hat es vor kurzem zu mir gesagt, wie du das machst mit dem Legato, das ist ideal. Wagner hat zu seiner Zeit nur italienisch ausgebildete Sänger gehabt. Damals war das noch. Wir müssen jedes Repertoire, ganz egal was es ist, müssen wir auf Linie singen, sonst ist es nicht gesungen. Im Volke wollt ihr behagen, nun deftig leg es nach. Ihr liest es.
selbst euch auch sagen, ob das ihm zur Lust geschah. Das Volk und Lust gleich blüht und wachst, gestellt ihr so, weil ich Hans saß. Hier habe ich eine Sammlung von sehr interessanten Rötelzeichnungen von Franz Stassen. Franz Stassen war der Bühnenbildner von Richard Wagner. Und deshalb steht auch Richard Wagner hier. Der steht dann da mit der Meisterkette. Und das ist ein Bild, was ein Freund von mir gemalt hat, als ich in München den Fliegenden Holländer gesungen habe. Jeder wird ein bisschen kitzelt, wenn er gemalt wird. Das sind wieder diese Rötelzeichnungen von Frauengestalten. Und das ist die Erda im Ring, die Franz Stassen so gezeichnet hat. Wohin ich forschend blick, in Stadt und Weltchronik, den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und schinden in unglückselger Wut. Ich bin mit den Jahren, 20 Jahre singe ich den jetzt, 21, habe ich mich natürlich in der Rolle auch verändert, das ist ganz klar. Ich bin ruhiger, ich weiß heute, dass bestimmte wichtige Aussagen des Hans Sachs langsam sein müssen, leiser, um den Zuhörer zu überzeugen. Wer gibt den Namen an? Es ist halt der alte Mann, und ihm nichts mag geschehen, mag mir nur erspielen. Stets vor ihm lauf, er schläft, nur neue Kraft sich an, greift er auf, und schon ihn beweist. Ich bin gesetzter, ich bin maturierter geworden. Und was mich persönlich betrifft, habe ich aus dieser Figur auch vielleicht manches für mein Leben ableiten können, nämlich es gibt wirklich viel, viel wichtigere Dinge als das, was man oft als wichtig erachtet. Und das hat mir der Sachs, das viele, viele Jahre Singen des Hans Sachs, beigebracht. Und hier auf dieser Seite ist die Rolle, die mir auf den gut gewachsenen Leib geschrieben ist. Ja, der Falstaff, ja. Und es gibt auch noch ein Bild hier von einem Wiener Freund, dem Horst Thom, gemalt. Das bin ich wieder natürlich als Falstaff. Und dann habe ich noch ein paar ganz spezielle Sachen, aber dann müssen wir hier reingehen. Das bin ich an der Skala, Falstaff, und es hat mich gemalt Peter Ustinov. Hinten drauf ist ein Menü. Das war in einem Restaurant. War in einem Wirtshaus. In einem guten Restaurant. Ja. Sie haben hier in Wien in der Volksoper jetzt einen großen Erfolg gehabt, ja, mit dem Falstaff. Der zeichnet sich nicht nur durch Schöngesang, sondern auch durch Leibesfülle aus. Wie gehen Sie denn selbst damit um? Wie gehe ich damit um? Solange ich die größten Rollen singen muss, brauche ich auch den Körper als Instrument. Und der braucht eine gewisse Fülle, um das Instrument zu sein, das große Instrument. Ja.
Sie machen wenig Urlaub, aber Sie nehmen sich fallweise Zeit, um zu malen, Zeit, um Bilder zu machen. Ist das eine Psychotherapie? Ist das ein Ausdruckswille oder macht es einfach nur Freude? Es gibt ja Dinge, die kann ich mit der Stimme vielleicht nicht aussagen, weil ich mich halten muss an Vorgedrucktes, an Noten, die geschrieben wurden. Hier bei der Malerei kann ich mir etwas einbilden, etwas völlig nur nicht Rekreatives, sondern Kreatives. Ich habe eine eigene Technik entwickelt, etwas zu malen mit Metall, was dann anschließend geschmolzen wird. Das war der erste Versuch, der muss natürlich da hängen. Und wo haben Sie das gelernt? Das habe ich mir selber beigebracht. Ich bin ja Autodidakt in mancher Hinsicht. Und versuchen immer wieder neue Techniken auszuprobieren. So ist es, ja. Hier sind zwei Bilder in der gleichen Maltechnik. Tanz der Salome, das sieht man, wenn das angestrahlt wird, besonders gut. Und dies ist ein Blumenbouquet. Auch in dieser Metallschmelztechnik. Genauso Schmelztechnik. Wird von unten erhitzt. Und hier im nächsten Raum möchte ich Ihnen noch zwei Bilder zeigen, die eine völlig andere Technik natürlich haben. Das ist in ungefähr dann das Publikum. Nicht despektierlich, möchte ich bitten. Empfinden Sie so Ihr Publikum? Nein, ist ein Schmäh. Muss ja auch sein. Und auf dieser Seite dieses Bild oder dieses Kunstwerk, ist ja ein Kunstwerk. Das heißt ganz einfach, wir machen uns einen Germteig. Das ist ein Spritzmaterial und es ist durchaus mit Arbeit verbunden. Aber begonnen haben Sie Ihre bildnerischen Tätigkeiten mit richtig, mit Pinsel und mit Leinwand? Mit Öl auch, ja, 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 ja. Aber Laie, natürlich, ich bin ja Laie und bleibe auch Laie. Beim Singen nicht. Und Sie, mir zeiget sich ein Wunderbronnen, in dem mein Geist voll hohen Staunens blickt. Aus ihm erschöpft gnadenreiche Wunden, durch die mein Herz ihr namenlos entliegt. Es gibt einen Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Ich wünschte, andere Menschen könnten auch das, was sie tun, beruflich tun, Beschäftigung nennen. Denn dann macht das Spaß und es ermüdet auch nicht. Insofern muss ich nicht eine Pause machen und von einer Beschäftigung weggehen, mich zurückziehen, die mir ja Spaß macht. Das heißt, um es jetzt ein bisschen spitz zu formulieren, ich mache ja das ganze Jahr Urlaub. Vielleicht darf ich so sagen. Sie haben viele neue Berufe neben Ihrem Sängerberuf. Einer davon ist Regisseur, seit dem Jahr 2000, da gab es den ersten Figaro. Ja, ich bin auch mit den Sängerinnen und Sängern in Figaros Hochzeit wunderbar ausgekommen, wunderbar. Ich weiß die Bedürfnisse, die Sänger haben, wenn sie sich verwirklichen wollen. Und ich werde alles immer unterstützen, um ihnen das Singen auf der Bühne so gut und so angenehm wie möglich zu machen. Ich habe ja selbst oft genug gelitten unter Regisseuren, die eben das nicht wussten, wie man das machen kann. Jetzt gibt es eine Salome im September in Kaiserslautern, wer hinkommen will. Wie fühlt man sich, wenn man seinen eigenen Kopf in der Schüssel sieht? Das habe ich ganz gern. Der wurde mir gebracht in Bayreuth von der Unitel-Firma. Mit lauter Salatblättern garniert, wurde der durch die Menge getragen und die Leute haben fürchterlich geschaut. Das ist wie ein Bruder zu mir, gell, Bursche? So, ein ganz lieber. Und welche Salome hat ihn geküsst? Geküsst hat ihn die Teresa Stratas.
heißt verflucht, oh weh, oh bist verflucht, du bist verflucht, du bist verflucht. In der Zisterne schmachtend Bernd, der schlanke Bariton. Salomen er nicht beachtet. Rübe ab, das kommt davon. Sie haben verschiedene Bücher geschrieben. Anekdoten aus dem Sängeralltag unter anderem, die klingen zum Teil ziemlich schrecklich, als ob der Sängeralltag was ziemlich Schreckliches wäre. Stimmt das? Ja, ich sprach ja vorher, dass es vom Singen her eine sehr angenehme Sache ist. Die Realität, in irgendwo anzukommen und das Hotel ist nicht fertig oder die Baustelle ist vor der Tür oder der Regisseur hat sich eingebildet, man muss mit dem Kopf nach unten hängen. Oder man kann sich nicht einsingen, weil die Zimmer geschlossen sind, der Hausmeister hat das Haus verriegelt. Diese Dinge habe ich alle aufgezählt. Das Leben unterwegs, wie es ja nicht nur bei Sängern so ist, sondern bei allen anderen Leuten auch, das Leben aus dem Koffer ist ein schwieriges. Und darüber habe ich mich in einigen Geschichten sehr ausgelassen. Aber die Leute lesen es gerne. Ich hoffe. Die gibt es ja nicht mehr jetzt. Ein Buch gibt es hier in russischer Sprache. Mhm. Was heißt das? Das heißt auf Russisch vom Singen und von anderen Dingen. Ein ganz anderes Thema. Sie haben eine Wohnung in Wien. Sie sind aufgewachsen im Böhmerwald. Sie leben in Hamburg. Gibt es irgendeinen Ort, wo Sie sagen, hier bin ich zu Hause? Das ist sehr schwer. Ich habe auch in Mainz sehr lang gelebt. Das ist bei mir sehr schwer. Ich fühle mich dort immer wohl, wo ich... Vielleicht muss ich das jetzt so ein bisschen diplomatisch sagen. Ich fühle mich dort immer wohl, wo ich gerade bin. Ich fühle mich natürlich in Wien wohl. Ich bin ein internationaler Polyglotter Weltbürger, das würde ich meinen. Es ist genug, so Sie gehen als Missionar für Kunst durch die Welt und sind daher auch im Club of Budapest. Ja. Was tut der? Der Club of Budapest, mit einem Satz gesagt, hat sich zur Aufgabe gemacht, das Gewissen der Welt zu revolutionieren. Ist ein bisschen hoch, der Satz natürlich, aber jeder in seinem Bereich kann etwas tun. In diesem Verein ist dann auch Gorbatschow, es ist der Dalai Lama, es sind der Ustinov ist drinnen, Meta, die Frau Marton und ich versuche, Menschen klarzumachen, dass Singen bzw. Atmen und Singen zusammen positive Auswirkungen hat auf Psyche und auf Körper etc. Geist, Seele, wenn Sie so wollen. Sie sind in Wien derzeit bei der Gründung einer Privatuniversität dabei, einer Universität für Ökonomie und Ethik. Was bringen Sie dort den Studenten bei? Ich werde an der Persönlichkeitsbildung mitarbeiten, dass sich Leute lernen, besser zu präsentieren, dass Leute lernen,
bei ihren Vorträgen mit Ton sich gut zu artikulieren und nicht nur den verbalen Inhalt in den Vordergrund stellen. Mein Name ist Roland Bajeric. Passt in der Business. Menschen, die einem großen Betrieb bevorstehen und mit Sicherheit dorthin gehen und nicht mit aufgepflanzten Komplexen, sondern komplexfrei, werden mit ihren Mitarbeitern das angenehme Gespräch führen, das zu viel besseren Ergebnissen kommt als Leute, die gehandicapt vor ihren Mitarbeitern stehen, weil sie komplex beladen sind. Das wird immer schlecht werden. Guten Tag, mein Name ist Martina. Guten Tag und mein Name ist... Hören Sie nicht auf. Sie hören nicht auf. Guten Tag, Pause. Guten Tag. Guten Tag. Kann Sie fragen müssen. Guten Tag. Eben, das ist was anderes. Mein Name ist... Ich kann nichts dafür. Passt das? Mein Name ist Martina Ladenburg. Ich komme von der Konzernleitung, um Ihnen heute mitzuteilen, dass es für unser Unternehmen... Nein. Satzbau organisiert im Kopf. Dann erst sprechen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Will noch jemand was meinen? Nein, danke. Nein, danke. Che matto ho preso, tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in questo istante tu fossi in te, il fin che io tengo a fremme mani, va via buffone, ti ascolti a me. Va via buffone. Sie meinen runden Geburtstag? Ja. Runde Geburtstage sind Anlass für Rückschau, für Resümee. Ich fühle mich sehr jung und ich fühle mich voll in meiner Kraft. Und ich sehe Unwichtiges jetzt eher verschwinden und wichtige, essentielle Sachen, für die setze ich mich ein. Ich bin weniger jetzt ein Kohlhaas, der ich einmal sehr war. Und ich schwimme nicht unbedingt bis zur Bewusstlosigkeit mehr gegen den Strom, sondern ich gehe aus dem Wasser raus.